BVG, berufliche Vorsorge, Pensionskasse. Was sind die Beiträge und was erhalte ich dann überhaupt? Hallo, herzlich willkommen. Das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Und zwar heute Teil 2 der Serie rund um die berufliche Vorsorge. Falls noch nicht geschaut, schau unbedingt Teil Nummer 1 an von dieser Videoserie. Dort erkläre ich dir, wie das BVG funktioniert. Heute haben wir das Thema Beiträge und Leistungen. Legen wir los. Und zwar geht es um die Versicherungsbeiträge. Hier, um das vorherweg klarzustellen, matchentscheidend bei der beruflichen Vorsorge ist immer im Prinzip das Reglement der Personalvorsorgeeinrichtung deiner Firma, wo du angestellt bist. Du solltest das eigentlich immer erhalten bei Eintritt in die Firma oder wenn nicht, dann entsprechend nachfragen bei der Personalabteilung, bei deinem Vorgesetzten im Intranet. Du findest das in der Regel immer irgendwo, das sollte auch öffentlich zugänglich sein, damit du dich dort schlau machen kannst, im Grundsatz. Du siehst die Beiträge deiner Pensionskasse eigentlich monatlich auf deinem Lohnausweis, deiner Lohnabrechnung. Das heißt, dort gibt es ja eigentlich immer einen Abzug, Pensionskasse, bei denen, die unter 24 Jahren sind, ist das nur im Prinzip der Todesfallinvaliditätsteil. Ab 24 Jahren bis zur Rente kommt dann noch der Sparanteil zu und dann sieht er nicht auch, was abgezogen wird von deinem Lohn. Wo du es auch noch siehst, ist beim sogenannten Pensionskassenausweis. Den bekommst du in der Regel einmal im Jahr. Es gibt hierzu bei mir im YouTube-Channel ein separates Video, wo ich dir erkläre, was du für Zahlen aus dem Pensionskassenausweis hinauslesen kannst. Empfehle ich dir sehr, dieses Video anzuschauen. Du siehst natürlich aber auch auf dem BK-Ausweis wieder diese Geschichten, was sind die Beiträge von dir, respektive auch, was noch interessant ist, was zahlt dann dein Arbeitgeber auch in die Pensionskasse ein. In der Regel ist das so eine 50-50-Geschichte, muss nicht, kann aber sein, vielleicht zahlt dein Arbeitgeber auch mehr. Das zu den Beiträgen. Nun gibt es ja noch diese folgende Prämien, die dir vom Lohn abgezogen werden. Ich habe dir das schon ein bisschen angesprochen. Ich gehe hier immer von der Regel aus. Das heißt natürlich auch, wenn du einen tollen Arbeitgeber hast, kann es gut möglich sein, dass der dir das übernimmt und gar nicht vom Lohn abzieht. Aber das ist eher der Ausnahmefall. Einerseits, wie angesprochen, wird dir auf dem Lohn die Prämie für das Todesfall- und Invaliditätsrisiko abgezogen und das ist eigentlich für Arbeitnehmende ab dem 1. Januar, ab dem 17. Geburtstag bis zur Pension hast du diesen Abzug, wenn du angestellt bist. Dann die Prämie für das Altersguthaben, diese kommt hinzu ab dem 1. Januar nach dem 24. Geburtstag und läuft auch bis zur Pension. Aufgepasst, das steigt dann je nach Altersstufe, das siehst du aber entsprechend in deinem Pensionsreglement. Und dann hast du in der Regel aber auch noch einen dritten Abzug, und zwar sind das dann die gesetzlichen Abgaben, Sicherheitsfonds und Verwaltungskosten. Und der wird auch ab dem 1. Januar nach dem 17. Geburtstag bis zur Pension abgezogen. Also du hast maximal drei Abzüge für die Pensionskasse. Je nach Buchhaltung ist das nur einer auf deiner Lohnabrechnung. Vielleicht sind es zwei oder sind es auch nur drei. Du siehst aber die Details der Abzüge immer im Pensionskassenausweis, wie viel das ist, wie viel zahlst du, wie viel zahlt dein Arbeitgeber. Die Leistungen. Jetzt haben wir viel über die
Prämien und die Beiträge gesprochen. Was gibt es dann für Leistungen aus der beruflichen Vorsorge für mich persönlich? Also, wir fangen an im Prinzip mit der Altersrente, mit dem Altersguthaben, diesem Teil, den du ab 24 Jahren entsprechend einzahlst. Das ist effektiv für deine Rente. Hierzu vielleicht nochmal Video Nummer 1 zur Serie berufliche Vorsorge schauen. Das heißt aber auch, das Altersguthaben natürlich einerseits setzt sich zusammen aus deinen Beiträgen, die du sparst, den Beiträgen vom Arbeitgeber, der einzahlt, und entsprechend variiert das aber dann auch nach der Verzinsung, der Rendite und vom entsprechenden Umwandlungssatz. Es gibt auch, das ist noch wichtig, ich gehe aber nicht in die Tiefe, eine Kinderrente. Für die, das relevant sind, kommen direkt auf mich zu, ich erkläre dir das noch persönlich. Das ist mal die Rentengeschichte. Dann gibt es eine sogenannte Erwerbsunfähigkeitsleistung, das heißt, das ist eine Invaliditätsleistung. Falls du also nicht mehr arbeiten kannst, erwerbsunfähig bist, zahlt die berufliche Vorsorge entsprechend auch eine sogenannte Invalidenrente. Die Invalidenrente hängt eigentlich ein bisschen zusammen von deinem mutmaßlichen Altersguthaben. Es gibt dort eine Berechnungsformel und auch den Umwandlungsgrad sowie natürlich effektiv auch deinem Invaliditätsgrad, den du dann hast. Und das wird dir dann entsprechend ausbezahlt. Und die dritte Leistung, die erbracht worden ist, die Hinterlassenenleistung. Nichts anderes als eigentlich eine Todesfallversicherung, grob gesagt im Grundsatz. Das heißt, wenn du stirbst beim Todesfall von dir, zahlt die Pensionskasse entsprechend an die Hinterbliebenen einen Beitrag in einem Berechnungsverfahren. Da gehe ich jetzt nicht in Detail ein, wird dann den Hinterbliebenen einen Betrag ausbezahlt. Du findest aber im Prinzip all diese Leistungen, Altersguthaben, Invaliditätsleistungen, Todesfall immer auch ersichtlich auf deinem Pensionskassenausweis. Logischerweise verschiebt sich das dann immer nach oben, sobald du entsprechend wieder ein Jahr einbezahlt hast und der Arbeitgeber auch. Bei all diesen Kennzahlen, die ich dir jetzt genannt habe, Beiträge wie auch Leistungen, ist nach wie vor der Pensionskassenausweis der Schlüssel zum Erfolg oder zu allen Zahlen. So sehe ich es mal. Im Grundsatz, was ich dir aber auch noch dir empfehlen würde, ist eine Vorsorgeanalyse, wo du wirklich dann siehst, was wird aus der ersten, zweiten, wenn du eine als dritte Säule bezahlt, und vor allem, was wird dir bezahlt in den ersten 2 Jahren und dann ab den 2 Jahren bis ans Ende hin. Dann hast du im Prinzip immer den Kontext zwischen den verschiedenen Säulen und den verschiedenen Versicherungen, die du vielleicht noch privat abgeschlossen hast, und siehst dann, wo ist was versichert, wie viel und was sind die Lücken. Das war Teil 2 von der Serie berufliche Vorsorge. Es gibt einen dritten Teil, und zwar erkläre ich dir da ein bisschen die Themen Freizügigkeit und Wohneigentum betreffend berufliche Vorsorge. Hat dir das Video gefallen, würde ich mich freuen über ein Like, Teilen, Feedbacken oder einen Comment. Und in diesem Sinne, wenn du es noch nicht bist, sei easyinsurance.ch. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.